Bei uns jetzt Heinz-Rainer Grimke, einmal Trainer bei Grün-Weiß Schwerin, aber heute auch Elternteil hier, der deinen Tobi spielt. Heinzi, wenn du das hier so siehst, wie findest du die Organisation des Turniers? Also schon alle Ehren wert. Das muss man erstmal hinkriegen so, mit diesem Aufwand. Da steckt eine Menge Engagement dahinter, das finde ich schon ganz toll. Welches sportliche Potenzial siehst du bei den Mannschaften, gerade vom Post? Ja, muss man mal sehen, ob sie gegen stärkere Gegnerschaft nachher in den Platzierungsspielen auch genug Nervenkraft haben, um sie durchzusetzen. Aber da sind schon ein paar gute Ansätze dabei, da sind schon ein paar gute Jungs, die auch Spielgedanken haben. Das ist schon okay. Okay, wie siehst du die Entwicklung von deinem Sohn? Also ich denke mal, als Elternteil steckt man ja ein bisschen tiefer drin. Wie siehst du die Entwicklung von ihm? Ja, es ist schon so, dass man doch relativ stolz sein kann. Das ist aber vor allen Dingen auch der Verdienst des Sportvereins zusammen mit dem Sportgymnasium, dass das so klappt. Das ist eine feine Geschichte und wir wollen hoffen, dass das also auch so peu à peu weitergehen kann. Und ja, dass man gesund bleibt auch. Das ist ja immer die große Frage dabei. Heinz, jetzt bist du seit einer Woche Landesmeister. Wie war die Sache für dich letzte Woche, gerade zu sehen, zu Hause zu gewinnen? Es war schon grandios. Es war sehr schön vom Verein, dass der Verein gesagt hat, okay, wir bewerben uns um die Aussicht unserer Landesmeisterschaft. Haben viele mitgeholfen im Verein. Denen gilt der Dank. Aber auch den Mädels, die ganz toll aufgespielt haben, die also doch unerwartet souverän diese Meisterschaft gezogen haben. Und nun wollen wir doch mal hoffen, dass wir uns in der Auseinandersetzung mit den Besten aus den anderen Bundesländern auch beweisen können. Viel Glück bei der Ostdeutschen Meisterschaft. Danke. Danke, Steffen.
Die Mannschaft vom ASV Hamm und zum Foto für unsere Ausstellung.